Die RMF Charger 10 Ampere 100 Volt Version besteht aus Wärmeleitkleber, 2x 77 cm Draht, 1,5 mm und 1,12 mm dick, einen 10 Watt 50 Ohm Widerstand oder einen 5 Watt 50 Ohm Widerstand je nach Version, Transistor NPN Typ 142, 3 Dioden 1000 Volt 10 Ampere, ein 100x 100 mm Kühlkörper, verschiedene Litzen von 0,75 mm Durchmesser bis 2,5 mm, eine Sicherung 10 Ampere und zwei Kabelsteckschuhe. Dann ein Ferritring, hier ist er 41 x 25 x 19 mm. Dann ein 3-Stufenschalter, zwei 300 mA LEDs, weiß, kleines Stückchen Schrumpfschlauch, ein 1 Watt Widerstand, 330 Ohm. Und ein Kühlblech. Zuerst den Ferritring bewickeln, dann die Enden abisolieren, den dicken und den dünnen Draht von Anfang und Ende zusammentüdeln und verzinnen. Danach die drei Beinchen vom Transistor auseinanderbiegen, eine Diode in die Mitte anlöten, eine Diode rechts anlöten und die vorderste Diode anlöten. Dann Wärmeleitkleber drauf und aufs Kühlblech kleben. Dann die Kontakte vom 3-Stufenschalter zusammenbiegen und wie auf dem Foto zusammenlöten, damit die maximale Amperezahl über den 3-Stufenschalter geschalten werden kann. Den auch mit Wärmeleitkleber benetzen. Aufpassen, dass in der Mitte Platz bleibt, damit nichts festklebt, damit der Schalter dann auch noch funktioniert. Und aufkleben. Dann den Widerstand aufkleben und an den rechten Kontakt vom Schalter anlöten. Während es trocknet, können wir dann den 50 Ohm Widerstand an das linke Beinchen von unserem großen Transistor löten und dann den dicken Draht, der vom Ferrit kommt, auf die Mitte vom Transistor löten. Als nächstes biegen wir die Fähnchen von der LED gerade, sodass sie später nicht aufliegen auf dem Kühlblech, und löten sie zusammen. Plus an Minus. Dann werden die LEDs aufgeklebt. Hier ist links Plus und rechts Minus. Die Polarität muss beachtet werden. Und dann löten wir das verbleibende Beinchen vom Widerstand an das zweite Beinchen vom rechts vom Schalter. Dann verbinden wir die Plusseite von der LED mit der linken Seite des Schalters und die Minusseite, also die rechte Seite der LED, mit dem zweiten Beinchen von rechts. Nun in dem Fall hier das violette Kabel an den Triggerdraht vom Ferrit, also an das dünneren Draht vom Ferrit löten. Dann in dem Fall hier das schwarze Kabel an den Widerstand löten und beide Kabel verdrillen. Nun das violette Kabel ans zweite Beinchen von links löten, an das verbleibende, was da noch keinen Anschluss hat, und das schwarze Kabel an den ganz rechten Anschluss vom Schalter löten. Nun noch die Input- und die Output-Kabel samt der Sicherung anlöten, wie gezeigt, und fertig ist der RMF. So, hier klingt er in Aktion, wenn er fertig ist. Im Leuchtemodus um die 700 mA liefert er am Output, wenn am Input ein 20 Volt 3,25 Ampere Netzteil dranhängt. Mit 20 Volt bin ich da eigentlich schon 1 Volt über der optimal angegebenen Spannungsdifferenz. Ich habe ja gesagt, zwischen 3 und 4 Volt Überladeschlussspannung, also mit 18,5 Volt Netzteilen, habe ich hier immer die besten Erfahrungen gemacht. Immer 3, 4 Volt Überladeschlussspannung vom Akku. Hier sind es 15 Volt, also wäre 18 oder 19 oder irgendwas dazwischen am optimalsten. Deshalb verhält sich es hier nämlich jetzt auch so, dass wenn wir hier schon nur eine Stufe höher drehen, hört ihr es? Es ist so ein tiefes, niederfrequentes Brummen.
Feature ist es nimmer. Und 4,8 Ampere drückt er jetzt schon in den Akku. Ne? Wir erinnern uns, unser Netzteil soll 3,25 Ampere liefern. Ja. Und schalte ich jetzt nur noch eine Stufe höher. Wir hören mal auf den Sound. Ändert sich die Frequenz, aber es wird nicht unbedingt mehr in den Akku reingedrückt. Vielleicht liegt es daran, dass der sowieso nur 5 Ampere aufnehmen kann, ich weiß es nicht. Aber ich vermute, meine Spannung ist hier am Input etwas zu hoch. Würde ich hier mit 19 Volt oder 18,5 Volt fahren, dann könnte man hier in der zweiten Stufe auch mit weniger Ampere fahren als dann in der dritten Stufe, für was es eigentlich ausgelegt ist. Ich empfehle hier beim Betrieb dann immer die erste Möglichkeit zu nutzen. Das heißt, wenn er jetzt hier in der Mitteleinstellung schon, da hat er um die 380 Ohm Vorwiderstand, dann schon seinen optimalen Output bringt, dann das so lassen. Je mehr Vorwiderstand, desto mehr Back-EMF und das Verhältnis zwischen Back-EMF und dem Ladestrom, der soll ja halbwegs optimal sein. Ne? Ja, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Back. Na, den Sweet Spot eben. Ne? Ja, wie beim Bedini hier den Sweet Spot rausfinden. Und da ist es eben nicht mit dem kleinsten Vorwiderstand der Fall, je nachdem mit welchem Input man fährt, sondern hier dann eben mit einem höheren Vorwiderstand. Gut. Alles klar. Das kann das Teil alles.